So, sind wir wieder da und müssen jetzt hinter das Gebäude. Ich würde ja noch zu gerne, wenn ich wüsste, wie ich da hochkomme. Ach, hallo, Entschuldigung. Da war ich wohl schneller. Da war ich wohl schneller. Oh. So, bevor ich da hinten dran gehe, möchte ich da irgendwie hoch. Aber wie? Du gehst weg, dich brauche ich nicht. Ja, ich möchte das machen ohne möglichst viele. Ah, nee, warte. Hä? Nee, da. So, ja, komm, dann machen wir dich noch weg. Ja. Dann renn mich doch um, ich sehe es doch eh nicht. Dann schauen wir doch mal, wie wir da hinkommen. Das wäre mir schon ein Stück weit ganz wichtig. Ach Mann. Ja, dann noch zwei. Bam. Heilen lohnt sich nicht. Nein, du. Stirb. Stirb. Hör mal auf jetzt. Das ist auch keine Ratte. So, nochmal. Ich will da hoch. Oh Mann. Ja. So, da muss ich irgendwie hoch. Aber wie? Hier hinten rum irgendwie? Von ganz woanders. Ja gut, ich meine, hier gibt es erst, das ist schon mal gut. Na, das da wird nichts. Noch weiter außen. Ich meine, es lohnt sich, weil bei der ganzen Sucherei, aber diese Scherbe, na, die ist wirklich wichtig. Und es ist ganz nebenbei auch noch. Oh. Ja, es lohnt sich sehr. Also da, der Weg dorthin ist gepflastert mit allerlei. Ja. Ja, nehme ich. Danke. Herz. Frage ist. Ja, ist ja gut. Wow. Ich glaube, das muss ich irgendwann mal von außen machen. Das machen wir dann doch nicht während der Story, weil die Sucherei wird jetzt zu lang und das Gute ist. Ah, nee, warte. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ja. Das wird es sein. Gut. Hallo. Ich habe auf eure Ankunft gewartet. Ich weiß. Die Relikte, die ihr geborgen habt, sind sehr wichtig. Ich weiß. Als sie entfernt wurden, hat das die Draugere aufgeschreckt. Bitte bringt die Relikte an ihre angestammten Ruheplätze zurück. Wer sollte ich sonst sein, Sterblicher? Die jüngsten Ereignisse haben mich aus Sovngarde zurückgerufen, aber ich bin noch immer die geliebte Königin meines Volkes. Also, wolltet ihr nicht ein paar Relikte zurück in das Grabmal legen? An dieser Sache ist gar nichts einfach. Genau. Ihr müsst die Relikte an genau die Orte zurückbringen, von denen man sie entfernt hat. Untersucht jede Kammer sorgfältig, denn es wird Hinweise darauf geben, wo die Relikte hingehören. Ich kann euch hier und da vielleicht einen kleinen Rat geben, aber ich weiß nicht viel über diese Relikte. Okay. So, schau doch mal, was wir da haben. Eine leere Urne. Ein Bücherregal.
Ja, sonst noch was? Lohnt sich da was? Ich meine, wir müssen ja alles durchsuchen. Ist keine Urne, nein. Also, oh, da ist noch ein Bücherregal. Das kann sich mich sehr lohnen, diese Bücherregale. Das gibt mir Skillpunkte. Ja. Skill. Und dann schaue ich mir gerade mal an. Ich habe ja so ein extra Add-on für diese Scherben. Die werden sonst nicht angezeigt. Moment, zack. Ah, da ist er nicht drin. Was sagt denn die... nee, da bin ich doch gar nicht. Hallo, wo bin ich denn? Da. Aha. Ah. Nee, alles klar. Das scheint dann doch irgendwie doch das zu sein. So. Findet die erste Grabkammer. Da haben wir es mal wieder so ähnlich wie bei Secret World Legends. Finden, wenn da ein Quest-File ist, ist gar nicht so schwer. Aber warum sind die... Aha, siehst du? Lecker mit Rezepten und so. Aber das ist, ja. Na, gut. Nichts, keine Urne? Gut. Ich habe einen Schatten. Kam ich da runter? Ja. Okay, Entschuldigung. Ihr wisst ja, ne? My name is Mr. Orient. Kommt runter und seht euch um. Ja, mach ich. Der Becher gehört auf einen dieser Altäre, aber ich weiß nicht, auf welchen. Aha. Ja, das werden wir doch rausfinden, oder? Ja. Unscheinbarer Altar. Verzierter Altar. Einfacher Altar. Verzierter Altar. Und sie. Diese Kammer enthält die Überreste der verehrten Mundschenke, den Herrschern von Himmelsrand gedient haben. Ich glaube schon. Der alte Nordkrug verkörpert und ehrt jene Diener, die die undankbare Pflicht erfüllt haben, für die Bedürfnisse jeder Generation der königlichen Familie zu sorgen. Ja. Alles, was ich sagen kann, ist, dass der Krug den Schlüssel enthält. Untersucht ihn sorgfältig und trefft eine weise Wahl. Dann schauen wir doch mal nach dem Krug. Questgegenstand. Einfach. Das scheint der richtige Altar zu sein. Sehr gut. Wir sehen uns in der nächsten Kammer. Sehr schön. Das geht dann da lang, oder? Na, super. Oder? Müssen wir ins Hochgehen wieder? Müssen wir da jetzt ganz außen rum? Wahrscheinlich. Also, so richtig rätselhaft ist es nicht. Ey, sag mal, du bist schneller als ich. Kann ja wohl nicht sein. Ja. Nee, komm, jetzt hört doch mal auf mit dem Scheiß. Ich habe es extra anders eingestellt, aber ich finde den Fehler immer noch nicht. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Weil es auch sehr oft beim ersten Mal nicht funktioniert, finde ich es besonders schlimm. Hat es was mit Streamen zu tun? Sollte irgendjemand eine Idee haben, der dieses Video anschaut oder der bei YouTube mal reinschaut, bitte mal einen Tipp schreiben, woran es liegen könnte. Genau, weil es ist halt eben auch noch sehr langwierig. Mal immer hin.
Jetzt ist er wieder da. Na toll. Dieser bin ich aber schneller. Ja, ja. Und jetzt? Ach, wie es. Ja, lass mich doch in Ruhe. So, wo müssen wir hin? Hallo? Nee. Ja, aber die Leiter ging doch gar nicht. Oder geht die Leiter doch? Hallo Leiter. Aha. Geht's da unten weiter? Ist hinter der Leiter ein Durchgang? Nö. Ist der Käse? Nee, der Kuchen eine Lüge? Ja, dann geh doch hoch. Ich will doch die Treppe. Oh Mann. Na komm. Alles klar. Ich bin halt eben nur ein bisschen doof. Ja, komm, jetzt mach nicht. So. Du gehst weg, dich brauche ich nicht. Euch mache ich gerne platt. Ja, ja, Baum. Nix. Ach, bitte. Ja, ja, ne? Wolltest du gerade ausholen, ja? Tot. Danke. Noch was, ja. Ach, wie Fernangriffe. Vorbei ist es mit der Bogenschießerei. Ich sagte, vorbei ist es. Und jetzt, ja. Sonst noch was? Guck mal schnell, was da ist. Da ist eine Urne. Da ist Dietrich drin. Bücherregal. Ohne Skillpunkt. Niesanfall. Sorry. Das war der, ja. Ich habe mich also um die Ecke genießt, jawohl. So. Ist in der Zeit, ja. Na, super. Das Buch, das ihr tragt, gehört auf dieses Podest. Allerdings wurde eine Seite. Diese Kammer enthält die Überreste der Berater, die dem Thron gedient haben. Vertraute Ratgeber, Visiere und Schamanen sind hier begraben. Das Buch enthält eine Sammlung uralter Sinnsprüche der Nord. Wie ihr seht, wurde eine Seite herausgerissen. Doch es war nicht das einzige Buch, das beschädigt wurde, als die Sturmfäuste in dieser Kammer eindrangen. Ihr müsst die richtige Seite finden, um das uralte Buch instand zu setzen. Lest das Buch und alle Seiten, die ihr finden könnt. Für jemanden mit eurer Erfahrung und euren Fähigkeiten sollte es doch ein leichtes sein, den Text einer herausgerissenen Seite mit einem Buch abzugleichen. Oh je, okay, also. Dingens, so. Questgegenstand, ja, ja. Okay, also. Wenn der Schnee vergeht, auch wenn ihr schwindet, die Macht ist es Zeit, um zu sparen vor Einbruch der Nacht. Da, wenn der Frost kommt zurück. Aha, irgendwas mit wenn. Nein. Das ist es, gut, die trockene Seite. Danke. Nein, falsch, so. Na komm, jetzt haben wir Mondstein, immer gut. Lecker Mondstein. So.
Nein. Ja. Hervorragend. Wer hätte gedacht, dass ihr Altnord lesen könnt? Ich. Dort noch eine Kammer. Meine. Besorgt mein Amulett und trefft mich dort. Ich hab das Amulett. Da kannst du mir auch einiges zu sagen, oder? Waren da noch mehr Bücher? Oh, warte. Bücherregale. Ah, es ist der. Es lohnt sich ja doch. Ah, Schmiedekunst, sehr schön. Doch, also Bücher lesen, ne? Für alle, die das spielen wollen. Ist manchmal sehr sinnvoll. Gut. Leer. Aber da ist noch eins. So, die beiden haben wir. Gut, gehen wir mal da hoch. Wer bist du? Ingwer. Ich glaube, ich habe mehr Ingwer, als ich jemals brauchen könnte. Aber hier unberührtes Wasser kann ich super brauchen. Ja, aber wo ist sie denn? Da ist sie ja. Hallo. Vorhin schon die Urne durchsuchen. Oh ja, irgendwas mit Knoblauch aus der Urne. Super. Ja. Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt hier überhaupt nicht. Was denn? Mein Leichnam. Die Krone von Fredis. Sie sollten beide hier sein, aber sie sind fort. Nein. Die hier Bestatteten werden von magischen Abschirmungen geschützt. Jede Sturmfaust, die auch nur versucht hätte, meinen Leichnam zu berühren, wäre ausgelöscht worden. Richtig. Nur jene von königlichem Geblüte könnten... Nein. Was denn? Mein Bruder. Kennt er denn gar keine Ehre mehr? Warum würde er so etwas tun? Fildgor. Geht, schnell. Vielleicht könnt ihr ihn einholen, ehe er entkommt. Ihr müsst meine sterbliche Hülle und meine Krone zurückbringen. Das machen wir auf jeden Fall. Verlasst die Gruft durch den Tunnel. Na, hätte er sein können. Danke für die Hilfe. So, in ja, so 12 Minuten mache ich mal eine kleine Pause. Lasst niemanden an euch vorbei, Shukul. Deckt meinen Rückzug. Okay, der scheint was heftiger zu sein, aber da müsste ich doch... Hey, wo ist denn der andere? Na gut, erstmal da ist die Scherbe, die nehmen wir mal. Ihr kommt zu spät, Schwächling. Auch Galador hat seine Trophäe. Er ist mittlerweile in Wiedenbruch. Okay. Ah, fuck. Du warst zu schnell, Arschloch. Entschuldigung. Ist das eine Gruppe? Fuck. Ach, ihr seid so fies. Nee. Aha. Ihr kommt zu spät, Schwächling. Fildgor hat seine Trophäe. Er ist mittlerweile in Wiedenbruch. Pfeiler! Ja. Hör mal auf.
So, super. Mit wem soll ich reden? Was? Wie komme ich jetzt dahin? Na gut, ich habe immerhin die Scherbe. Ihr seid zurück. Leutnant Coolneys Plan hat wunderbar funktioniert. Und sie sagt, sie verdankt euch ihren Erfolg. Ja, und jetzt? Gute Arbeit. Während ihr in der Gruft wart, hat Coolney von der Kaserne aus einen Angriff auf die Eindringlinge begonnen. Eine Abteilung Soldaten ist gerade rechtzeitig aus Windhelm eingetroffen, um uns dabei zu helfen, die Feste zurückzuerobern. Ja, ja. In der Tat. Und danke für eure Hilfe, mein Freund. Ihr seid hier jederzeit willkommen, solange wir die Feste Morwunska halten. Ich kenne das Herz meines Bruders nicht mehr, aber ich kenne eures. Obwohl Fildgor mit meiner Krone und meinen sterblichen Überresten geflohen ist, habt ihr heute einen großen Dienst vollbracht. Okay. Behaltet das Amulett. Ihr habt es euch verdient. Und solange ihr es tragt, werden wir immer verbunden sein. Ja gut, dann nehmen wir das doch mal. Jawohl. Oho. Das war nicht wenig. So. Okay, ich glaube aber bei ihr kriegen wir dann mehr, oder? Danke für eure Hilfe. Ja, gern. Ihr habt heute großartige Arbeit geleistet. Danke. Da die Feste Morwunska nun wieder unter unserer Kontrolle steht, sollten wir den König darüber benachrichtigen, damit er weiß, dass die königlichen Grüfte sicher sind. Würdet ihr eine Depesche zur Feste Amol bringen? Ja. Verstärkungen aus Windhelm brachten die Kunde. Der König ist zur Feste Amol gezogen, um sich mit Würdenträgern des Pakts zu treffen. Bringt die Nachricht von unserem Sieg zur Feste. Sprecht dort mit Tane oder Wolfsschwester. Mit wem ist Tano oder Wolfsschwester? Wir werden die Feste wieder aufbauen. Meine Späher melden mir, dass sich immer noch Truppen der Sturmfäuste in der Gegend befinden. Meine Späher melden, dass die Sturmfäuste Wiegenbruch im Südwesten befestigen. Wir dürfen sie nicht Fuß fassen lassen, sonst werden wir sie nie wieder los. Es ist eine alte Ork-Festung, aber sie ist schon seit Jahren nicht mehr von feindlichen Streitkräften benutzt worden. Wenn wir nur die Truppen für einen solchen Einsatz hätten. Wir sind nicht in der Verfassung, sofort eine weitere Schlacht zu führen. Aber ich glaube, wir haben etwas Zeit. Es geht etwas Seltsames drüben in Wiegenbruch vor sich. Aber es sieht nicht so aus, als ob sie einen Angriff oder so etwas vorhaben. Klingt interessant. Ungewöhnliche Geräusche. Wir hören Krachen und Stöhnen und umstürzende Bäume. Am Horizont sehen wir Rauch. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Und ich kann niemanden entbehren, um die Sache zu untersuchen. So. Nein. 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 Moment. Zack. Ostmarsch. Das machen wir. Oh, aber vorher, ich sehe gerade, da fehlt uns ja noch... Oh. Oh, wie ich das mag. Jawohl, so. Dam. Ich glaube auch, wo ist denn das genau? Na, wo müssen wir hin? Ich bin da und muss da hin. Würde ich sagen, springen wir. Moment. Springen wir dorthin. So. Nein.
Da ist aber noch mehr. Dann nehmen wir noch nebenbei eine Quest an. Und zwar sprechen wir mit dem Onkel Jarn. Wo ist dieser faule Skever? Ich werde ihm das Fell. Was wollt ihr? Hat euch jemand den Goldbeutel gestohlen oder so? Nein. Was ist mit euch los? Wollt ihr etwas vom König? Dann stellt euch in die Schlange zu den anderen Bauern. Offenbar hat sich jede Gossenratte dazu entschlossen, hierher zu kommen und zu jammern, als sie hörte, dass der König kommt. Aber dafür ist er nicht hier. Der König ist mit seiner Ehrengarde und all den Offiziellen des Pakts aufgetaucht. Anscheinend haben sie etwas Wichtiges vor. Und ihr erwartet, dass ich euch einfach so sage, was es ist. Habt ihr denn immer Milch bekommen, wenn ihr als Säugling danach gejammert habt? Verschwindet, ich muss eine meiner Wachen finden. Ich werde euch nicht davon abhalten können, eure Nase in diese Angelegenheit zu stecken, richtig? Gut. Todd wollte gestern Abend einen Schluck mit dem Gefolge des Prinzen nehmen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich liegt er irgendwo bewusstlos herum. Aber ich will nur, dass alles vorbei ist. Wir sind nicht daran gewöhnt, mit so vielen unterschiedlichen Gruppen auf einem Fleck fertig zu werden. In Ordnung. Finde Todd und ich lasse vielleicht ein paar Hinweise fallen. Belassen wir es dabei. Ja, okay. So. Das machen wir aber nicht. Sondern... Wo ist das jetzt? Da. Na, das ist ja kein Problem. Na, so. Das scheint ja auf dem Weg zu liegen, oder? Jo, der liegt auf dem Weg. Nein. Ist das noch? Oh nein. Das wollte ich nicht. Geschichten über die Nord und ihre Metgelage sind legendär. Aber dieser Jäggi hier, er ist absolut episch. Jäggi? Er trinkt jetzt schon 2 Tage durch. 2 Tage. Ihr müsst diesen betrunkenen Trottel meinen, der versucht hat, mit Jäggi mitzuhalten. Er spielte aber nicht in der gleichen Liga. Was immer er auch getrunken hat, war ein richtig übles Zeug. Es roch mehr nach nassem Kaguti als nach süßem. Ich glaube, es könnte was Argonisches gewesen sein. Ja. Er torkelte in Richtung des Flusses und hatte ein paar Flaschen von diesem fiesen argonischen Gebräu dabei. Wahrscheinlich ist er immer noch da unten. Ich würde wetten, er ist entweder immer noch weggetreten oder hat gerade einen schlimmen Kater. Okay, so, dann müssen wir erstmal zum König. Ihr seht aus, als könnte ich was zu Fildgors Truppen verstärken ihren Vormarsch. Seid gegrüßt, Fremder. Anscheinend habt ihr etwas für mich. Dann gebt sie doch einfach her. Das ist die Klasse. Die Liste ist dank euch wieder unter unserer Kontrolle. Ihr habt euch unter unseren Soldaten einen recht guten Namen gemacht, mein Freund. Leutnant Koroni scheint von euren Leistungen besonders beeindruckt zu sein. Ja. Uns nicht hinter den Rücken einer angeblichen Das war nicht viel. Ihr wagt es, meine Herren Almalexia zu beleidigen? Was wäre? Ich schalte euren Kopf auf einen Schwert. Ja, so. Hört auf damit, ihr zwei. Ihr jammert mehr als Moment, da ist der Jäggi. Wir müssen zusammenarbeiten. Eine Versammlung. Ein Fest. Eine Zeit zu trinken. Moment, was sage ich da? Es ist immer Zeit zu trinken. Du bist so besoffen, dass du einen freischwebenden Dolch hast und einen, der in deinem Handgelenk steckt. Also, ne? Du bist ganz schön betrunken.
Ach, da ist er ja. Schwimmen wir mal hin. Nennen wir den auch. Aber natürlich, Nario. Was immer du auch sagst, Nario. Genau. Keine Lust. Will schlafen. Oh, das war ein richtig guter Traum. Oh, Nario. Ich liebe dich, Nario. Ach, hier war ich schon. So. Was ist das? Gut, ja, ich knapp mir noch eine Kornblume, die brauchen wir eh öfter. Nee, gut, ich muss warten. So, ist der weit weg? Der ist nicht weit weg, dann gehen wir nochmal dahin. Oh, wenn ihr immer noch nach Tort sucht, ich würde mir um ihn keine Sorgen machen. Er und der Kommandant sind zur Kaserne gegangen. Tort muss sich bestimmt gerade ganz schön was anhören. Es tut mir leid, falls wir eure Zeit verschwendet haben. Ich bin sicher, das war eine der anderen Wachen. Es gibt eine ganze Menge von uns und wir sind bekannt dafür, uns bei der einen oder anderen Flasche Mehl zu entspannen. Wenn wir nicht im Dienst sind und niemals im Übermaß. Also ich würde mir darum wirklich keine Sorgen machen. Hör zu. Ich habe die beiden gerade erst gesehen. Und im Gegensatz zum Kommandanten habe ich gestern Nacht geschlafen. Nicht, dass ich euch nicht glaube, dass ihr einen betrunkenen Nord am Fluss gefunden habt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Aber das kann nicht Tort gewesen sein. Ich kann es beweisen. Sowohl der Kommandant als auch Tort sind in Richtung der Kaserne auf der Westseite der Stadt gegangen. Wenn ihr euch beeilt, solltet ihr sie einholen können. Danach könnt ihr losgehen, euch was zu trinken holen und euch entspannen. Scheint, als ob ihr das gebrauchen könntet. Okay. So, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Na? Also Aufnahme, Ende.